Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Alice Madness Returns. Letzte Episode sind wir im Wunderland gelandet. Eigentlich wollten wir nur zur Apotheke Medizin holen. Aber naja, jetzt sind wir da und wir werden das Beste draus machen. Mir ist aufgefallen, dass unser Gewand, was wir jetzt anhaben, unser Kleid, schaut so cool aus mit der Totenkopfschleife. Schaut sehr nice aus. Und wir können Springer. Frag mich nur, ob ich da runterfallen kann. Im Grunde können wir es ausprobieren, denn es hat gespeichert. Es schaut schon so aus. Ja! Oh! Schmetterlinge. Okay, ich muss sowas immer kontrollieren, ob sowas möglich ist. Denn das heißt, ich muss aufpassen. Okay, da sind Blumen, die was sehr... interessant ausschauen. Okay, gut. Also, da gibt's nichts. Dann gehen wir mal zu dem Schweinchen. Das ist so ein Schwein, was... Das ist ein Wolperdinger, ist das, oder? Das ist ja ein Wolperdinger. Die gehen auf! Die weisen mir den Weg! Hey! 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 Jetzt habe ich sicher irgendwas verpasst. Das war sicher... Weil man kann sehr viel einsammeln. Habe ich gesehen im Inventar. Was war das jetzt? Ah, ich kann einen Doppelsprung machen. Das war so dieser. Weil. Nicht Inventar, im Menü. Schnauzen gepfeffert. Also, wenn man doch Schnauzen eingesammelt, weil. Ne, ich hätte. Ne, es war ja kein Schwein, es hat ja einen Kuhkopf gehabt. Ne, kein Schweinenkopf. Also, ich dachte, vielleicht hätte ich den irgendwie einsammeln müssen oder so. Naja, wie gesagt, es gibt viel einzusammeln, also halt die Augen offen. Kann ich da durch? Nein, nein, nein. Okay. Okay, gut. Ich gehe jetzt mal hoch, ja? Wir sind wenigstens sehr schnell... Da vorne ist ja wieder so ein Kuhschwein. Warum sage ich immer Schwein? Das hat, glaube ich, nichts von einem Schwein. Aber es schaut sehr interessant aus. Okay, da ist was. Die Erinnerung wieder erlangen. Okay, das machen wir mal. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Oh ja. Ein halber Frosch. Okay, ich werde da mal hingehen. Ah, ich kann dann so schweben, wenn ich Leertaste gedrückt halt. Ist auch nicht schlecht. Gut, ich habe zwar keine Ahnung, was es mit diesen Wolper-Dingern auf sich hat. Komm ich da so? Schaut's mal, was sind das für eine liebe Schnecke? Seht ihr die da? Links? Die schaut ja voll lieb aus, die ist ja voll bunt. Okay, komm dann drüber. Hätten wir doch, vielleicht kommt man da rüber, wenn wir also so rüberschweben. Gibt's da irgendwas noch? Warum komme ich da hin, ne? Also ich denke mir halt immer, da muss doch dann irgendwas geben oder so, aber tut's nicht, okay. Kann ich Schmetterlinge einsammeln? Sind das Schmetterlinge mit Dominosteinen? Also ein Körper aus Dominosteinen, die schauen so eckig aus.
Also, es sind keine normalen Schmetterlinge, die steht schon mal fest. Drücke Leertaste im Sprung erneut, um zu wirbeln. Wirbel. Okay, man kommt nicht überall hoch. Finde ich sehr schade. Huch. Oh, schaut's mal. Da vorne ist wieder so eine Schnecke. Die Schnecken, die gefallen mir. Oh, warum weinst du? Weil jetzt das blöde Leertastending nicht da, weil das echt ein schönes Büdel. Boah, das schaut voll cool aus, wie das so runterrennt, das Wasser. Komm, ich glaub's da rüber. Nee, kommt man nicht. Au, aber ich komm da wieder hoch. Okay, cool, dann schau ich mir jetzt einmal da unten um. Also, da geh ich jetzt lieber nicht runter, da geht's mich. Okay, ich komm mir aus. Gut, dann hüpfen wir da jetzt einfach mal hoch. Okay, es hat also auch Jump-and-Run-Elemente drinnen ein wenig. Kein Problem für mich. Hey, wer... Da war doch gerade wer. Hey, ich hab mich jetzt nicht eingebildet, oder? Da war doch gerade irgendein Dirndl, also so ein kleines Mädchen oder ein Bub. Ich hab's nicht erkannt, ich hab's nur von hinten gesehen, wie es weggelaufen ist. Eine nächste Erinnerung. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Meine junge Dame, Erst unten umschauen. Lieber erst um. Alter, das ist so cool. Es schaut so cool aus. Alles ist so bunt und so. Wow. Das Wunderland ist schon nice daher. Wow! Geil, so Hüpfpilze. Boah, was ist denn das? Wie so ein Kreisel oder so. Was ist denn das? Bam, 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 bam. Oh, vielleicht müssen wir uns das schrumpfen lassen. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Okay. Gut, da komme ich irgendwie nicht rein. Cool. Okay. Wir kriegen sicher irgend so einen Trank, wo wir uns dann schrumpfen lassen können. Alice-Style-mäßig halt. Gut, dann gehen wir da wieder runter, oder? Ja, ich hoffe, wir kommen wieder hoch, falls das jetzt falsch ist. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho, und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich, ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Alles klar, das ist mein Ziel, so wie es ausschaut. Steuerung, um zu schrumpfen.
So, gedrückt halten. Die geschrumpfte Alice verfügt über den Schrumpfsinn. Also konnte es jederzeit machen. Ich muss da jetzt gar nicht im Wasser stehen. Geil, jederzeit. Okay, okay, okay. Da ist eine Erinnerung. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Bau. Cool. Okay, dann... Hey, da oben ist sie wieder! Boah, die sieht aus wie Chucky die Mörderpuppe. Oder? Hä, sowas von... Boah, ist das... Chucky die Mörderpuppe. Im Wunderland. Boah, die macht mir gescheit Angst. Halt! Ich sehe Dinge, die ich sonst nicht sehe. Okay, die Chucky-Mörderpuppe ist weg. Was sind das für Zeichnungen? Das ist irgendwie ein Brotkorb oder so. Und das da oben... Kopf? Keine. Da ist jedenfalls ein Pfeil. Und dem werde ich jetzt einmal folgen. Ah, da kann ich es loslassen, die Steuerungstaste. Da kann ich ja nicht groß werden. Ups. Sehen wir da noch jetzt irgendwas? Nö. Okay, ich steck da fest. Ah, jetzt geht's. Ach so. Jetzt bin ich da wieder? Warum bin ich jetzt wieder da? Stimmt, da war ja noch ein Loch. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Und dann... Wirbelsprung machen. Es wird gespeichert, das finde ich schon mal sehr. So Zähne. Boah, Riesenschnecken! Boah, jetzt sind schon wieder ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Vorher, wie es so klar waren, waren sie ja ganz nett. Aber das ist jetzt schon wieder ein bisschen grausig. Vielleicht sogar ein bisschen mehr wie... Hilfe, ich werde attackiert von einer Schnecke. Aber schau mal, die ist da drinnen fest. Die ist da festgewurzelt in dem Baum. Komisch. Hallo? Gibt's eigentlich Fallschaden? Das möchte ich auch mal herausfinden. Werde ich irgendwann noch herausfinden? Ich hoffe nicht. Gut, da schaut es ja nach Absperrung aus. Ich finde die Schnecken da echt cool. Ich meine, so groß sind sie grausig, aber sonst sind sie cool. Gut, da sind wieder Pfeile. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Ach, so cool mit dem Schluck auf. Ha. Okay, ein Monster, schätze ich mal. Und das ist ein Messer. Okay, und ich muss da entlang. Okay, dann geh ich da einmal entlang. Da sind wieder Schnecken. Pfeile, Richtungspfeile und ein Haus. Schätze mal, das Haus zeigt mir wieder so Erinnerung. Alles klar. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Das hoffe ich doch.
Okay. Aber da war doch jetzt so eine Zwischenstation. Da habe ich jetzt gar nicht raufgekennen. Aber was ist das? Boah, die Steuerung ist echt ein bisschen zacht, oder? Wow! Okay, ich weiß zwar nicht, für was die Zähne sind, aber ich glaube, ich brauche... Was ist ein goldener Zahn? Kann ich da bremsen? Ja, gut. Ich kann bremsen, dann bremse ich lieber. Hii! Das ist sicher nicht gut. Oh Gott. Ah! Und ein Blutfleck. Scheiße, ich hätte nicht vorbei müssen an die Würsteldinger, was da oben waren. Ich glaube, die kann ich umfahren, oder? Und da und da. Ekelhaft. Und da. Ne, die rutschen da. Platsch. Und zerplatzen einfach. Das nenne ich mal eine super tolle Landung. Weh, und da ist voll der rote Fluss. Der Fluss. Okay. Gut, ich bade in Blut. Da ist überall Blut. Kann ich da hoch? Nee. Boah, Drache. Aber halt nur mal das Skelett von einem Drachen. Was ist denn da? Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpalklinge. Was macht Zerschnitterschnitterschnück? Lässt sie tot zurück. Bekannt aus Reim und Poesie. Soeben erhalten die Vorpalklinge. Das Design finde ich wieder mal sehr gut. Voll nice. Schließen. Oh, 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 okay, ich muss kämpfen. Huhuhu. Die Vorpalklinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Okay, drücke linke Maustaste und mit der Vorpalklinge... Warum ist da jetzt so stark? Oh, das Skelett ist weg. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, ich habe eine Waffe. Combo! Nice! Okay. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Absolut deiner Meinung. Oh. Jetzt weint die sogar Blut. Ach Mist, die hätte bei der Rutsche echt, die hätte da reinrutschen müssen. Ich hab mir gedacht, die muss ausweichen, damit die dann, weil ich sonst Leben verliere oder so. Wie ärgerlich. Und oben links sind vermutlich meine Leben. Okay. Zack, 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 zack! Jetzt geht die Action los, liebe Leute. Komm ich da hoch? Nein. Okay, so wie es aussieht, ist der Weg sehr lineal. Lineal, vor allem, ist mir gerade aufgefallen. Linear nennt man das. Nicht lineal. Ein sehr linealer Weg. Oh ja. Okay, eine Kampfarena. Vorsicht, liebe Leute. Ja.
Oh Gott! Was? Anvisieren? Drücke! Oh, okay! Einfach drauf! Oh, er ist tot! Das kann so... Linker, jetzt hat ausweichen sogar beim Springen. Wow, die sind schnell. Scheiße. Und ausweichen. Es liegt eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Zack, stirb. Boah, bist du ekelhaft. Weh. Das sind so Puppendinger. Boah, ich hab Gänsehaut. Das ist so ekelhaft. Alles mit so einem Puppengesicht oder so. Weg damit. Okay, gibt es sonst noch irgendwas? Und habt ihr das Kinderlochen gerade noch gehört, so? Wie die Cutscene war? Gar nicht cool. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Naja, was sind unproduktive Erinnerungen? Was ist das? Komisch. Boah, das ist schon doch der Gegner. Das ist halt immer so, wenn man dann eine Waffe in einem Spiel hat, dann weiß man, jetzt kann es jederzeit passieren, ne? Jederzeit kann es passieren, dass Gegner auf mich zu erlaufen. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Weiter. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut während des Sprungs. Ja. Das schaff ich schon. Schweben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Man muss sich echt die Umgebung auch anschauen. Ist das so cool, dass wie da jetzt das Schneckenhaus, wo die Wurzel drüber ist. Okay, da oben ist zum Beispiel ein Zahn. Wie komme ich da hoch? Da muss ich sicher von da drüben... Ich hab'n! Gut, jetzt muss ich da mal da rüber. Was ist denn das? C, Flasche aufsammeln. Okay, ich hab eine Flasche. Ich weiß nicht, für was diese Zähne da kurz sind. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich hol mir einfach. Sehr gut. Okay, der Springer ist ja nicht so schwer. Easy. Drücke linke Umschalttaste, um jederzeit auszuweichen. Auch im Flug, oder? Das haben wir vorher, glaube ich, auch schon gelesen. Echt, das ist jetzt aber gerade nicht gegangen. Ich hab's gerade gedruckt. Flasche, was ist das? Alice steht da oben. Komisch. Oh, wer ist denn da? Juffi muss gegen die nicht kämpfen. Hallo Lady? Da ist ein goldener Zahn.
eine Köchin. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quälgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Die Schnauzer finden und abschießen. Alles klar, mit der Pfeffermühle. Soeben erhalten. Ihrer Herzogin. Ferkel Edition. Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Rüssel pikant im Nu. wie kann ich denn da... Wie kann ich denn Waffen wechseln? Oh. Okay, die ist nur zu, so wie es ausschaut. Ach so ist es gegangen. Ui, ui, ui. Okay. Ja, na gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine Folgenpause. Und in der nächsten Episode werden wir die Schnauzer oder den Schnauzer, keine Ahnung wie viele das sind, finden und vernichten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.